Hallo, hier ist Muho wieder aus Osaka. Es geht weiter mit der nächsten Frage. Zum Thema Erleuchtung zu erreichen, zu machen, habe ich gleich eine Frage. Beim Sesshin selbst schon erlebt, dass der Meister oder Lehrer seine Schüler versucht anzutreiben, sich mehr zu bemühen, zum Beispiel das schnelle Gehen zu intensivieren, um schneller zum Durchbruch zu kommen. Ist das in beiden Schulen gleich? Für mich sieht es aus wie ein bewusstes Streben, etwas zu erreichen, was ich beim Sitzen eigentlich doch vermeiden möchte. Meine Sicht ist, Erleuchtung geschieht, ohne dass ich irgendetwas dazu tun könnte, um es zu beschleunigen. Also hier geht es um unterschiedliche Stilrichtungen. Der Fragesteller spricht von beiden Schulen. Wahrscheinlich ist gemeint Rinzai und Soto. Und dazu gibt es auf diesem Kanal zum Beispiel ein längeres, zweistündiges Gespräch zwischen dem Thorsten Hesan Schäffer, der aus der Soto-Tradition kommt, und dem Dirk Künne aus dem Wolkentor in Halle, aus der Rinzai-Tradition und mir, ne? Da sprechen wir auch über diese Unterschiede sehr ausführlich, ne? Tatsächlich ist es so, dass im Rinzai zum Beispiel auch das Gehen schneller ist und der Meister die Schüler versucht zu motivieren, zum Durchbruch oder zur Erleuchtung oder zum Erwachen oder was auch immer zu kommen, ne? Das heißt, gestern ging es ja um das Sterben auf dem Kissen. Da sprach ich von einer unsichtbaren Wand. Man könnte auch von einem Stehen vor einem Abgrund dessen Grund, ja, es ist ja ein Abgrund, ne? Du siehst den Grund nicht, ne? Du siehst nicht, wohin du stürzt, wenn du weitergehst, ne? Und das Sterben auf dem Kissen bedeutet, diesen Schritt zu wagen in den Abgrund. Und beim Rinzai, da würde der Meister vielleicht mal einen kleinen Schubs geben von hinten, ne? Um den Schüler zu motivieren, diesen Sprung zu wagen, beziehungsweise auf dem Kissen zu sterben. Ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber in Japan, der Kyosaku, der Weckstab, wird manchmal auch so verwendet, ne? Dass man weniger durch die Schmerzen in den Knien oder in den Fußgelenken stirbt, sondern eher glaubt, durch die Schmerzen in den Schultern zu sterben, ne? Also diesen Unterschied gibt es. Für mich sieht es aus wie ein bewusstes Streben, etwas zu erreichen, also im Rinnsal, ne? Während ich beim Sitzen das doch eigentlich vermeiden möchte. Das wäre dann eher Soto, ne? Aber ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht. Ich bin auch eher Soto, ne? Und ich schließe mich dem Fragesteller an, dass Erleuchtung geschieht, ohne dass ich irgendetwas dazu tun könnte. Vollkommen richtig, du kannst es nicht machen. Aber im Grunde ist das das Schwierigste, ne? Und viele von den auch Fragestellern und Kommentatoren, ich höre das da so auch mit raus, dass viele sagen, ja, hier und jetzt einfach sein, klingt ja schön, aber wie kann ich das tun? Wie kann ich das tun? Und Rinzai ist in der Beziehung einfacher, freundlicher, indem sie dir sagen, ja, es gibt was zu erreichen. Du musst dein Koan lösen. Es gibt einen Durchbruch, ne? Und vielleicht am Ende erkennst du warst schon immer da. Es gab ein Durchbruch sozusagen zu nichts, ne? Ein Durchbruch zu nix. Und die ganzen Koans waren eigentlich nur Bonbons oder Krücken, ne? Und am Ende ist die Erleuchtung, dass du die Krücken wegwirfst, ne? Aber für manche ist es einfacher, wenn sie am Anfang die Krücken haben, ne? Also ich würde da nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch, ne? Jedem das sei, jedem das Seine, ne? Jedem das Seine. Und naja, ich könnte mir vorstellen, dass nächstes Jahr Ende September, ne, wenn ich im Wolkentor bin mit dem Dirk Künne, wenn wir da Session machen, dass da auch Gelegenheit sein wird, genau über solche Fragen dann auch zu sprechen, ne? Aber weiter geht's mit der nächsten Frage, etwas länger.
Guten Tag rundherum. Ich sehe und höre die Vorträge von Muho sehr gerne. Danke. Und in der Hoffnung, etwas aus seinem Munde über die Essenz von Zen und Sazen zu erfahren. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Ja, gleichfalls. Weniger interessieren mich aber Details wie zum Beispiel die Verwendung des Weckstabes und andere Methoden ritualisierter Abläufe praktischen Übens. Naja, also jedem das Seine. Ne? Manche Leute, die interessieren sich besonders für diese Details, ne? Andere eher für die Philosophie drumherum. Ich frage mich, ob es notwendig ist, quasi zur Erleuchtung geprügelt zu werden. Schlagartige Erleuchtung, also darum ging es ja auch gerade eben bei der Frage. Ne? Also ist auch ein bisschen so Stil. Ne? Da gibt es verschiedene Schulrichtungen und verschiedene Stilformen. Sadismus und Masochismus ist das Erste, was mir dazu einfällt. Ne? Also was ich in Kyoto im Rinzai-Tempel erfahren habe, ging auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also ich kann schon verstehen, dass das bei manchen so ankommt. Genauso wenig, wie es Flagellanten gelingt, Gott durch Selbstgeißelung näher zu kommen, kommt man aber über das Geschlagenwerden mit dem Weckstab zur Erleuchtung. Ich weiß nicht, ob der Fragesteller hier aus eigener Erfahrung spricht. Und falls ja, wie er dazu kommt, das zu generalisieren. Aber ich glaube schon, dass auch eine Ohrfeige bei Rinzai oder ein Faustschlag und manchmal auch ein Schlag mit dem Weckstab Leute dazu gebracht hat, den letzten Schritt zu tun. Ne? Das ist natürlich kein Patentrezept. Und andere sind daran zerbrochen. Eben deshalb ist es ein zweischneidiges Schwert. Ne? Aber warum das oder dass das nie funktionieren sollte, ne? Ich wüsste nicht, warum man das so behaupten kann. Ne? Gibt es keine anderen, weniger martialischen Wegmethoden? Natürlich, und darüber haben wir auch schon gesprochen. Soto in der Regel ist weniger martialisch, obwohl es ja natürlich auch die Leute gibt, die sagen ja, im Soto, da muss man ja stundenlang im vollen Lotus sitzen. Ne? Ich weiß nicht, ob es solche Dojos tatsächlich gibt, wo man gezwungen wird, im vollen Lotus zu sitzen. Aber wie ich gesagt habe, nein, man muss das nicht. Man kann auch auf dem Stuhl meditieren. Ne? Natürlich gibt es andere Methoden. Eine sanfte Berührung mit der Hand zum Beispiel oder ähnliches. Genau. Ne? Ich will nicht allzu viel verraten, aber es gibt ja das Koan vom Klatschen der einen Hand. Ne? Was ist der Ton einer einer Hand? Ne? Und wenn man dann im Doksan-Raum dem Meister die richtige, sozusagen richtige, korrekte Antwort präsentiert, fragt er einen als nächstes: Jetzt möchte ich aber, dass du mir ebenfalls diesen Klang zu hören gibst. Ne? Jetzt lass mich den Klang der einen Hand hören. Ne? Und eine Möglichkeit wäre da, den Meister zu ohrfeigen. Ne? Aber zumindest in Tofu-Regi wäre man damit nicht durchgekommen, ne? Sondern gerade so wie der Fragesteller hier schreibt, ne, ist es dann eine sanfte Berührung mit der Hand zum Beispiel oder ähnliches, genau. Ne? Und auch im Rinzai gibt es solche Koan-Antworten, es ist nicht immer ein Faustschlag ins Gesicht. Auch frage ich mich, warum gerade im Zen-Buddhismus das Festhalten an äußeren Formen, Bräuchen und Ritualen eine so große Rolle spielt. Ist das japanische Tradition? Darüber habe ich auch immer wieder gesprochen, ne? Weihrauch, Verbeugung, Gassho, der Weckstab. Ne? Es ist alles nur Form und es müsste nicht diese Form sein, es könnte eine andere Form sein, aber irgendeine Form sollte man schon haben und es ist auch eine gewisse
Portion Respekt, ne, gegenüber der japanischen Tradition, aus der wir diesen Weg bekommen haben, wenn wir gewisse Aspekte der Form dann auch weitergeben. Ne? Man muss das nicht, ne, aber ich verstehe nicht die Allergie gegen diese äußeren Formen, Bräuchen und Ritualen. Ne? Woher das Bedürfnis, sich immer über die Formen, Bräuche und Rituale hinwegzusetzen, ne? Das ist doch ja das, was wir immer von das Ego nennen. Ne? Und auch wenn wir das Ego nicht verteufeln müssen, wir müssen ja auch nicht immer das Ego sein Recht haben lassen. Ne? Wenn das Ego Probleme hat mit der Form, schön, dann hat das Ego halt Probleme mit der Form. Und ich mache trotzdem meinen Gassho. Ich verstehe nicht ganz, wo das Problem ist. Ne? Ist das japanische Tradition? Ja, ne? Und wir müssen nicht Japaner spielen, aber man muss auch nicht gleich alles übereilt über Bord werfen, finde ich. Ne? Das ist erst die erste Hälfte der Frage. Sie geht noch ein bisschen weiter. Über den Rest spreche ich dann morgen. Ne? Danke fürs Zuhören und tschüss.